Und weiter geht's, liebe Freunde der Programmierung von iPad, iPhone und Co. Jetzt wollen wir uns ein bisschen mit den verschiedenen UI-Komponenten beschäftigen. UI-Label, UI-Textfield, UI-Button hatten wir ja schon mal so ein bisschen angeschaut. Und jetzt gucken wir mal, was es noch so gibt. Machen wir doch dazu eine Single-View-Application. Was fällt man denn als erstes ein? Der UI-Switch wäre doch was Schönes hier im Kapitel 6. Und wir gönnen uns natürlich Fullscreen und gehen auch mal ins Storyboard hinein. Ja, wenn ich schon Switch sage, dann sollten wir hier unten auch sowas wie SWI mal tippen. Und dann ist er auch schon da, der UI-Switch. Der kann jetzt gar nicht so viel. Ja, den können wir mal hier oben in die Ecke platzieren. So. Und dann können wir dem auch eine Position geben über Layout Constraints. 0 von oben, 16 vom rechten Rand. Und jetzt werdet ihr vermutlich schon fragen, ja, muss denn der nicht auch 16 zum linken Rand? Nee, das muss der nicht. Denn wir haben bei iOS und den UI-Komponenten so etwas, das nennt sich Intrinsic Size. Klingt wieder mal kompliziert, ist es aber nicht. Eine Komponente hat von selbst die Möglichkeit, ihre Größe zu ermitteln. So, jetzt haben wir hier so einen UI-Switch. Ihr seht den, der hat hier dieses abgerundete Grüne und dann hier diese Touchfläche, wo man draufdrücken kann. Und dann wisst ihr, der schiebt sich ja später von rechts nach links und umgekehrt, je nachdem, ob ich etwas ein- oder ausschalte. Ich denke, ich kann das auch zeigen, weil wenn man hier den UI-Switch markiert hat, dann kann ich natürlich im Attribut-Inspektor auch mal den State auf Off setzen oder auf On. Seht ihr, wie sich das denn ändert? Das ist natürlich ein gültiger State, Off oder On. Und je nachdem, wie ihr euer User-Interface aufbaut, sind die Dinger ja zunächst mal aus oder an. Also deshalb hier die Möglichkeit, das auch dort einzustellen. So, und das heißt also, diese grüne Fläche, die wir da gesehen haben, plus diesem, ja, Thumb, wo der Daumen da drauf kommt, der runde Kreis, das ist ja festgelegt vom System standardmäßig, wie groß das ist. Das heißt, so ein Switch hat eine Höhe und eine Breite, die hat er von sich aus, intrinsik. Und wenn man jetzt so einen Switch nur oben und rechts in die Ecke packt, dann wird sich zur Laufzeit die Höhe und der Abstand nach links automatisch rausgezogen. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt, Intrinsic Content Size, werden wir noch andere Berührungspunkte mit haben. So, da haben wir mal einen Switch und dann legen wir doch noch einen Switch darunter. Und dann legen wir noch einen da drunter, haben wir mal drei Stück. Und was machen wir mit dem hier? Den setzen wir auch dann 10 vom oberen, 16 vom linken Rand. Bitte ausrichten. Was machen wir mit dem Kollegen? Den machen wir auch 10 zum oberen, 16 zum rechten Rand. Zack, bitte ausrichten. Und dann haben wir doch hier unsere Komponenten. So, und jetzt wollen wir natürlich einen gültigen Stand jetzt mal herstellen. Dann sagen wir beispielsweise, der erste ist an und die anderen zwei, die machen wir mal standardmäßig auf off, wenn also dieser View hier angezeigt wird. Ja, wie können wir denn dann vom Programm ermitteln, wie welcher Switch in welchem Status ist? Ja, das ist ganz klar, natürlich, wir brauchen wieder mal die guten alten Outlets. Also haben wir doch hier unseren Switch A. Dann ziehen wir von da mit Ctrl Dreck eine Linie rüber. Das ist unser Switch A. Was auch immer das denn dann sein sollte. Normalerweise würden wir ja vermutlich ein Label links daneben positionieren. Aber nun machen wir mal nur die drei Switches hier. Switch A, Switch B und den Switch C natürlich noch. Und dann haben wir das. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie kriegen wir denn mit, wenn sich jetzt so ein Switch ändert?
Und das können wir wiederum machen über eine IB-Action, wie beim Button. Also wieder mal hierher gezogen und diesmal machen wir eine Action und dann können wir sagen Switch A, Value Changed. Sind wir mal ganz höflich hier. Switch A, Value Changed. Hier können wir natürlich auch noch was machen. Switch B, Value Changed. Und dann können wir noch, habe ich ein Outlet gemacht. Seht ihr, wenn man nicht aufpasst, passiert euch sicherlich auch. Ihr wolltet eine Action machen, nur haben wir ein Outlet. Wie kriegen wir denn das Ding weg, abgesehen davon, dass ich mich hier sogar verschrieben habe? Da müssen wir jetzt Folgendes machen. Da gehen wir zu dem Switch, wo wir hier uns falsch ein Outlet gemacht haben, einmal auf das Storyboard, gehen in den Outlet Inspector oder den Connection Inspector und können hier diesen Switch B Value Changed als Referencing Outlet. Da können wir mal das X drücken. Zack. Und dann ist er wieder weg. Und dann ist auch unser Outlet nicht mehr gefüllt. Ihr seht, der Punkt hier, der ist frei. Und dann können wir das natürlich löschen. So. Wichtiger Tipp noch am weiteren Rande. Ihr seht, man kann immer vom Element in den Code Drag und Drop zum Beispiel eine Action machen. Aber wir haben ja Xcode und Xcode kann natürlich mehr. Wir könnten auch im Code mal sagen, dass wir haben Switch A Value Changed, Switch B Value Changed und Switch C Value Changed. Ja, und ihr seht, weil es eine IB Action ist, hat es hier schon so einen Connector. Und dann kann ich natürlich auch, und Leute, das ist der Wahnsinn, vom Code zum Element fahren und sagen, hier wird wieder irgendetwas umgelegt. Und damit wir auch sehen, ob das funktioniert, sagen wir mal Print, String Interpolation kennen wir schon. Er soll uns bitte den Function-Namen ausgeben. Und dann sehen wir hier noch, dass wir als Argument in unsere Switch A Value Changed ein Argument bekommen und das heißt Sender. Sender ist im Moment vom Typ Any. Wo kommt das her? Schaut mal, wenn wir einen Switch nehmen, ich mache es jetzt nochmal vom Switch zum Source Code und sage, ich will eine Action und sage another Switch C Value Changed. Nur, dass wir nochmal eine weitere Methode haben. Schaut mal hier, da steht dann der Typ. Der Typ ist Any. Und das ist genau das, was jetzt hier standardmäßig übergeben wurde. Man kann aber auch sagen, der Typ soll gleich sein der UI Switch. Ja, und jetzt denkt man immer, oh, wenn ich mich da vertan habe, dann muss ich alle IB-Actions löschen und muss die neu von meinem Storyboard in den Code ziehen. Leute, das ist überhaupt nicht wahr. Ihr macht hier einfach Cancel, ja, den dritten brauchen wir ja nicht, diesen Another Switch C Value Changed. Und man kann hier lustig in diesen Methoden natürlich sagen, weißt du was, da kommt kein Any, also ein beliebiger Typ. Man muss sich nämlich in Swift nicht festlegen als Parameter. Kommt da ein UI-Label, ein UI-Button, ein UI-Switch oder ist das ein String oder ist das ein Automobil, was auch immer man als Objekte so hat, Instanzen. Hier kann ich wirklich sagen, Any, ich weiß es nicht, ich werde mich später drum kümmern, ich bin aber sozusagen für jeden erreichbar. Ja, ist wieder so eine Swift-Geschichte. Wir wollen ja, ihr wisst es schon, die Lernkurve flach halten und lieber ein bisschen Spaß mit den UI-Elementen haben. Deshalb sage ich jetzt hier nicht Any, sondern UI Switch. Und das mache ich hier auch und das mache ich hier auch. Und wenn wir einen UI Switch haben als Typ mit dem Argumentnamen Sender, dann darf ich hier natürlich über die String Interpolation von unserem Sender auch ausgeben, ob denn der Switch an oder aus ist. Diese Property, die heißt isOn.
So, und wem das jetzt hier zu klein wird, wie zum Beispiel mir, der kann ja hier den Assistant Editor ausschalten, geht in den Single Source View Controller Swift hinein, also ein großer Bildschirm, und schaut mal, das sieht doch alles ganz übersichtlich aus. Was haben wir gemacht? Wir haben drei lächerliche Outlets von unserem Switch und wir haben mal drei lächerliche Actions, und das ist jeweils eine Methode. Switch sowieso Value Changed bekommt ein Argument, das heißt Sender ist vom Typ UI Switch, und wenn die Methode aufgerufen wird, hätte ich gerne den Namen der Methode auf der Konsole und ob der entsprechende Switch an ist im Moment. Ja, und das wollen wir uns natürlich angucken auf unserem iPhone-Simulator. Und da ist schon unser Simulator, und wir haben das, was wir im Storyboard auch so designt haben, zur Laufzeit den ersten an, die anderen noch aus. Und jetzt kann ich hier mal klicken, schaut mal da, Switch B Value Changed, der ist jetzt an. Und dann klicken wir nochmal hin, Switch B, Value Changed, jetzt ist er false, nicht mehr an. Ja, also es gibt da bei diesen Boolschen Variablen, so nennt man die, das ist kein Int, das ist kein Double, das ist kein Float, das ist kein String, das ist ein Datentyp Bool, und der kennt nur zwei Zustände, True oder False. Ja oder nein, Lampe an, Lampe aus, Strom da, kein Strom da. Boolsche Algebra, das ist auch ein spannendes Thema, werden wir uns später mit beschäftigen. Wichtig für uns ist, wenn ich sage Switch, bist du an, dann ist das entweder der Fall, true, oder es ist nicht der Fall. Und dementsprechend haben wir hier unsere einfachen Methoden. Und ihr seht, wie einfach eigentlich so ein UI-Switch ist. Ja, in diesem Video haben wir nicht nur den UI-Switch behandelt. Ich habe euch ein bisschen was erzählt über Intrinsic Content Size. Wir haben Outlets gezogen, wir haben Actions gezogen. Wir haben auch mal eine Action im Quelltext dupliziert und haben dann von diesem Connector zum UI-Element eine Linie gezogen. Super praktisch, schön, dass das in Xcode geht. Und weil ich einen Fehler gemacht habe, zu viel erzählt habe und statt einer Action ein Outlet gemacht habe, habe ich euch auch gezeigt, wie man das wieder löschen kann. Ja, spannendes Thema, und das alles nur für so ein kleines Ding hier, ja oder nein, 0 oder 1.